Hier nun zum dritten Mal der Querschnitt aus Aufgabe 43 und nun soll die Fragestellung der Aufgabe 44, nämlich die Berechnung der Hauptflächenträgheitsmomente, zeichnerisch erfolgen. Und zwar verwenden wir dazu den sogenannten Mohrschen Trägheitskreis. Genau dieses Beispiel noch einmal, nämlich jetzt rein konstruktiv. Und dann kann man überprüfen, wenn man das schön zeichnet, was hier natürlich nicht geht, aber wenn Sie es auf einem karierten Papier mit schönem Maßstab zeichnen, so wie ich es da gemacht habe, dann stellt man schon fest, dass das sehr nahe an dem ist, was man ausgerechnet hat, üblicherweise. Was man braucht, sind die Lösungen aus Beispiel 43 für die Trägheitsmomente entlang x und y und das Deviationsmoment. Also da war das Ix 2,9 mal 10 hoch 9, das Iy 5,6 mal 10 hoch 9 und das Ixy minus 3 mal 10 hoch 9. Die Achsen haben bei mir schon das 10 hoch 9 durchdividiert, weil dann kann man natürlich einfach die Werte vor der 10er Potenz als Konstruktionswerte verwenden. Was machen wir? Naja, wir konstruieren einen Punkt A und einen Punkt B wieder, verbinden die beiden, machen den Kreis und haben sofort die erstens einmal die Hauptwerte und die Winkel, die kann man ausmessen. Also wenn man irgendwie hier den Punkt A macht, der liegt jetzt da unten, A war ja x und ixy, nachdem x das kleinere ist und Ixy negativ in unserem Beispiel, muss der da links unten liegen. Also das ist Ix und das ist Ixy. Dann B hat Iy und minus Ixy, das ja positiv ist dann, weil Ixy negativ war. Das heißt, wenn man die beiden konstruiert hat, Iy betragsmäßig Ixy, dann hat man mal den Mittelpunkt und kann über den Mittelpunkt den Kreis zeichnen. So ungefähr. Jedenfalls, wenn man den Kreis gezeichnet hat, dann hat man sofort hier und hier rauszumessen das minimale Trägheitsmoment und das maximale Trägheitsmoment. Und hier zweimal den Theta B1 und hier zweimal Theta B2. Und der Grund, warum das zweimal ist, ist, dass der eigentliche Winkel von hier gemessen ist. Also der eigentliche Drehwinkel startet außen am Kreis beim doppelten Abstand. Damit muss natürlich der andere der doppelte Winkel sein, dass er gleich dreht. Ja, und wenn man jetzt hier rausmisst aus dieser Zeichnung, wenn es eine maßstäbliche Skizze ist, dann habe ich zumindest bei mir am Papier für das Minimale einmal 10 hoch 9 mm zur vierten rausgemessen und für das Maximale 7,5 mal 10 hoch 9 und für den Winkel Theta B1 minus 33 und Theta B2 57 Grad. Also wenn man es schön konstruiert, ist es schon sehr nahe an den gerechneten Werten.